Nein, bitte jetzt nicht. Nicht jetzt. Schlechter Moment für Schluckauf, oder? Ganz schlecht. Blasinstrument spielen und Schluckauf haben, das ist ungefähr wie singen und Schluckauf. Ist auch nicht gut. Ich reiß ihn mal zusammen, mal gucken, ob es klappt. Ganz allein in einer Kneipe. Was macht deine Frau wie du alleine hier? Stört es dich, wenn ich hier etwas bleibe? Trinkst du was Alkoholisches mit mir? Ich sehe die Gedanken, die dich quälen. Sprich sie aus, ich hab ein offenes Ohr. Traurig, ruhig, fang an mir zu erzählen. Denn du kommst mir sehr unglücklich vor. Sei doch nicht so traurig, kleines Mädchen. Komm, lass uns hier nach Hause gehen. Ich kauf dir einen Kaffee und ein Brötchen. Dann geht es dir schon besser, du wirst sehen. Los, erzähl mir von deinem Leben. Ich bin wirklich sehr doll interessiert. Ich kann dir noch eine Zigarette geben. Sag mir schon, was ist mit dir passiert? Die Liebe machte dir große Probleme. Ich frag mich, wer hat dir das angetan? Über dein Gesicht rinnt eine Träne. Sag mir schon, wer war der böse Mann? Sei doch nicht so traurig, kleines Mädchen. Komm zu mir, hier ist es kuschelig warm. Fühlst du dich allein in diesem Städtchen? Ach komm schon her, ich nehm dich in den Arm. Ich nehm dich nicht nur in den Arm, oh nein, ich küss dich. Und schwupps, da ist die Hose auch schon auf. Ich bin kein Schürzenjäger, nein, das wüsste ich. Sag ich und schon lieg ich auf dir drauf. Du sagst, es würde jetzt schon besser gehen. Oh, du hast neue Kraft und neuen Mut. Das freut mich sehr, na da kannst du mal sehen, wie gut spontanes Liebe machen tut. Ach, da dreht bloß an der Uhr die Rädchen. Ich muss jetzt gehen, es tut mir leid für dich. Doch ich muss jetzt nach Haus zu meinem Mädchen. Sie wartet schon so lange Zeit auf. Thank you.